Andere stehen da hinten. Ari. Da kann ich mal abklären, was die Autos so beschädigt. Ja, Autos beschädigt, Autos beschädigt. Ich habe überhaupt kein Auto angelangt. Ich habe da hinten auf den Schreib geschlagen. Das ist alles mit einer flachen Hand, sonst habe ich überhaupt nichts gemacht. Wenn da gehen, ich erstmal Tickets konsumieren, da kotzt da, erstmal schön LSD in den Kopf, da kotzt da, yeah, yesterday, da kotzt da, außer so groß wie Fernsehen, da kotzt da, hiu, da kotzt da, völlig verändert, völlig aus der Welt getreten, völlig ausgeschaltet, völlig weg, ey. Völlig weg, oder ich gehe einfach da hoch bei der Drogi und zirk mal einfach ein Gramm Heroin in den Schädel, yeah, da kotzt da, da kotzt da. Und keine andere froh sind, dass ich sie noch nicht lebendig kriegen kann, sonst hätte ich noch schon lange den Schädel hingeschlagen, das wissen die. Sowas haben sie hier nicht mehr nötig, da kotzt das. So wird der jeden Tag abladen, jeden Tag fährt der dieses Programm. Auf Drogen und bei der Polizei, da kotzt das. Bis mir jemand zuhört, bis mir jemand glaubt, was ich hier erzähle. Bis es so ist. Ich renne seit 4,5 Jahren rum wie ein Krüppel, nimm mir lang. Nimm mir lang. Nimm mir lang. Sperren die ab? Nächste ist, dass die Leute fallen. Das ist mir egal, was hier läuft. So läuft es. Immer schön auf Fritzen und dann ist das cool. Mich interessiert das alles gar nicht mehr. Denn die scheiß Erdballe interessiert mich nicht mehr. Außerdem ficken mich die Handschelle. Die ficken mir in den Arsch! Ich will nur meine Ruhe und Droge konsumieren, sonst will ich gar nichts. Das hat er anscheinend zu lange gemacht. Ganz ehrlich, muss man noch rum. Und meine Hose darf ich jetzt nicht mehr an, oder wie? Die ist dort drin im Lidl. Ja, die ist nicht bezahlt. Ah, nicht bezahlt! Mach doch, da geht doch mal Frau, du Jockel! Die ist bezahlt, ich hab den Kassenbon in der Hose! Jockel! Mach deinen Job richtig, Fotze! Oh, hast du lang Rohr? Oh. Hat er da hingeguckt. Das da ist nicht mal mehr Polizeibeamter, wenn er aufgeht, da kotzt er! Ja! So, jetzt fahren wir mal neu. Oh, da geht er halt ins Loch. Da onaniert er da ins Pissbecken, da kotzt er. Vielleicht fickt er die Alten noch, keine Ahnung. Mir doch egal. Da kotzt er. Schauen wir hin.